Ja, ich sitze hier jetzt mit Professor Dr. Bernd Blöbaum. Er ist Kommunikationswissenschaftler hier an der Uni Münster. Und wir haben uns hier getroffen, um ein bisschen über das Thema Fake News und allgemein ein bisschen zu reden. Hallo, Herr Blöbaum. Hallo, guten Tag. Ich habe mich ja vorab schon mal so ein bisschen informiert über Fake News und die Recherchearbeiten für unseren Beitrag haben mich ja dazu geführt. Und es stellt sich ja allgemein die Frage, weil Fake News ist ja mittlerweile ein Thema, was von den Medien sehr weit, also was allgemein durch die Medien geht und die Bevölkerung beschäftigt, vor allem auch durch den amerikanischen Präsidenten. Und ja, da stellt sich einfach die Frage, wie sehr kann man der Presse mittlerweile noch vertrauen? Also die Untersuchungen, die wir unter anderem auch hier in Münster gemacht haben, liefern eigentlich kein desolates Bild, was das Vertrauen in die Medien angeht, sondern wir erkennen bei Befragungen, die wir bei Medienskeptikern machen, die wir übrigens auch mit qualitativen Interviews sehr intensiv befragt haben, dass es an den politischen Rändern doch sehr kleine, aber vehement sich artikulierende Gruppen gibt, die den Medien nicht mehr vertrauen, die den Medien sehr skeptisch gegenüber eingestellt sind. Aber es gibt einen sehr großen Teil der Bevölkerung, die nach wie vor ein sehr hohes Vertrauen in die Medien hat. Und wenn man das über die Zeit sich anschaut, über die letzten 10, 15 Jahre, dann hat sich diese Haltung gegenüber den Medien, die Glaubwürdigkeit der Medien auch nicht geändert in den Augen der Leute. Also würden Sie sagen, dass es schon immer so eine kleine Gruppe gab, die den Medien nicht vertraut haben, oder ist das in den letzten Jahren erst mal stärker geworden, dass die erst ein lautes Organ bekommen haben und sich gemeldet haben? Letzteres ist sicherlich richtig. Wir haben heute eine sehr viel stärkere Artikulation. Auch durch die sozialen Medien, über das Internet, können sich Leute, die den Medien kritisch gegenüber eingestellt sind, besser zusammenschließen. Sie finden bessere Resonanzräume und dann wirkt es so, als sei das Medienvertrauen jetzt heute geringer, als das vorher war. Wenn wir aber uns das sozusagen zeithistorisch anschauen, dann hat es immer Menschen gegeben, die den Medien skeptisch gegenüber eingestellt waren. Das begleitet die Medien in ihrer historischen Entwicklung ständig. Ein sehr prominentes Beispiel in Deutschland sind etwa die sogenannten 68er, bei denen ja im Zuge der Studentenbewegung auch die Medienkritik ganz oben stand. Also damals hat man zum Teil ja auch versucht, zum Beispiel Auslieferung der Bild-Zeitung zu unterbinden. Das ist ja ein ganz, ganz starker Ausdruck von Medienkritik. Also wir haben immer es mit medienkritischen Personen zu tun gehabt, die zum Teil ja auch gute Argumente haben. Es gibt ja an Medien auch etwas zu kritisieren. Ja, das stimmt. Da, wo Sie auch das Thema Bild dann nehmen, das ist ja mehr so reißerisch, das ist ja jetzt nicht so bewusst, dass falsch gestreut ist. Aber ist das auch so eine gewisse Art, die dazu führt, dass man den Medien weniger vertraut, dass Leute sich darum bemühen oder die Medien wie beispielsweise die Bild mehr populistisch damit umgehen mit den manchen Themen? Ja, das könnte man vordergründig so sehen, aber wir haben ja schon immer Boulevardjournalismus und ich finde, es wäre zu kurz gegriffen, jetzt diese Form des Journalismus für den Populismus in der Politik verantwortlich zu machen. Sicherlich ist die Boulevarddarstellung nicht geeignet, Dinge differenziert darzustellen, reflektiert etwas zu berichten, aber ich sehe jetzt keine besondere Verantwortung, dass jetzt, sagen wir mal, die Boulevardpresse die rechten Parteien zum Beispiel stark gemacht hätte. Das kann ich nicht erkennen. Okay, und wie sieht das aus, diese kleine Gruppe der Leute, die ja immer lauter schreien und sagen, dass die Medien nur Lügen erzählen, Stichwort Lügenpresse, gibt es da irgendeine Möglichkeit, wie man dafür sorgen kann, dass das Vertrauen der Leute in die Medien wieder gestärkt wird? Ja, also die Rufe von Lügenpresse sind an den Medien, an der Presse und an anderen Medien nicht spurlos vorbeigegangen, sondern das hat dort zu heftigen Diskussionen geführt, auch zu Hinterfragungen dessen, was gemacht wird. Und man hat sich sehr selbstkritisch gegeben und hat versucht oder versucht nach wie vor dem entgegenzutreten. Und da gibt es einige sehr spannende Initiativen bei den Medien, um dem Vorwurf der Lügenpresse entgegenzutreten, aber auch um zu verhindern, dass Fake News in die Medien kommen. Also es ist ja oft gar nicht so einfach für Redaktionen zu unterscheiden, was ist sagen gefaked und was ist real, nicht? Also denken Sie zum Beispiel an Berichte aus Krisenregionen.
Regionen, Syrien oder anderen Regionen, da bekommen Redaktionen dann über Smartphone aufgenommene Videoclips und dann muss die Redaktion wissen, wo manchmal wieder noch Gräueltaten geschildert sind oder gezeigt werden, und dann muss die Redaktion entscheiden, ist das eigentlich authentisch, das Material? Und da muss man einen sehr sorgfältigen Verifizierungsprozess in Gang setzen, um das herauszufinden. So, und um diese Fehler zu vermeiden, dass man jetzt ein Video meinetwegen einer syrischen Stadt zurechnet, was aber vielleicht eher im Jemen aufgenommen worden ist, haben Redaktionen ihre Möglichkeiten in den vergangenen Jahren ausgebaut. Sie haben in Verbindung mit technischen Experten gewissermaßen Ideen entwickelt, Aktivitäten entwickelt, wie man so forensisch Material untersuchen kann und die Authentizität dieses Materials überprüfen kann. Es gibt in sehr vielen Redaktionen eine intensive Qualitätskontrolle vor der Veröffentlichung, um eben auch der Sorgfaltspflicht Genüge zu tun. Also hier haben die Medien schon eine ganze Menge getan. Es gibt noch viele andere Aktivitäten von Medien, um dem Publikum deutlich zu machen, dass sie sorgfältig arbeiten und dass sie auch die Interessen, Themenwünsche und Anliegen ihrer jeweiligen Zielgruppe, ihres jeweiligen Publikums aufnehmen. Dazu gehört, dass sich die Medien dem Publikum stärker gegenüber öffnen, dass sie Veranstaltungen anbieten, dass sie in ihrer Berichterstattung oft auch zeigen und darstellen, wie sie recherchieren, wie sie zu einem Beitrag gekommen sind, warum sie welche Themen ausgewählt haben. Also Transparenz ist ein ganz wichtiges Merkmal, um diesen Vorwürfen entgegenzutreten. Viele Leute, vor allem die, die den Medien auch nicht mehr vertrauen, die schaffen sich ihre Informationen anderweitig. Und viele davon nun mal leider auch über soziale Medien wie Facebook und Twitter und Co. Und da wird nun mal auch einfach viel Schwachsinn verbreitet. Ist diese Art und Weise der Informationsbeschaffung der Leute komplett falsch oder gibt es da auch noch Sachen, wo man differenzieren sollte? Ja, also ich würde nicht formulieren, dass diese Informationsbeschaffung falsch ist. Wir leben ja in einer Gesellschaft, in der sich jeder aus den frei zugänglichen Quellen informieren kann, und das ist ja auch ein sehr hohes Gut. Ich denke aber, Sie haben in der Weise recht, dass es immer mehr Möglichkeiten gibt für Leute, die eine bestimmte Haltung haben, Gleichgesinnte in den sozialen Medien zu finden. Und dann hält man sich oft nur noch in Kreisen auf, in denen die gleiche Meinung herrscht. Und man lässt sich nicht mehr irritieren durch andere Meinungen. Diese sogenannten Filterblasen wären ein Beispiel dafür, wo man jetzt immer wieder auf Leute trifft, die zum Beispiel auch den Medien skeptisch gegenüberstehen. Nicht? Und dann verstärkt sich das und dann kann man gewiss in Einzelfällen das Gefühl entwickeln, dass ich gegen den Rest der Welt stehe mit meiner Haltung und fühle mich aber immer wieder bestätigt durch das, was ich von den Leuten, die auch eine medienskeptische Haltung haben, in den entsprechenden Gruppen reflektiert bekomme. Okay, wo Sie gerade Filterblase ansprechen, gibt es dann auch Möglichkeiten, da quasi wieder rauszubrechen? Ja, natürlich gibt es, das liest natürlich in die Entscheidung jeder Einzelnen gestellt, wie sie damit umgeht. Ich denke, was im Moment noch etwas vernachlässigt wird bei uns, auch in der öffentlichen Diskussion, ist die Verantwortung, die die Träger dieser sozialen Medien, etwa Facebook, Twitter, Google, die großen Konzerne, haben die Verantwortung, nehmen sie diese Konzerne aus meiner Sicht nicht richtig ernst. Also sie tun so, als seien sie ein rein technisches Verbreitungsmedium, aber es werden dort natürlich zum Teil ganz abscheuliche Inhalte vermittelt, und eigentlich müssten diese Konzerne ihre Verantwortung darin sehen, diese Inhalte, bevor sie veröffentlicht werden, fernzuhalten. Also gerade wenn es um Dinge geht, die eindeutig mit Rechtsverstößen zu tun haben. Heute so zu tun, als könnte man das entweder der Crowd überlassen, nachher das rauszufiltern, oder durch irgendwelche schlecht bezahlten oder überhaupt nicht bezahlten freiwilligen Agenturen das machen zu lassen. Da finde ich, stehen sich diese Konzerne aus ihrer gesellschaftlichen Verantwortung. Die verdienen wirklich unglaublich viel Geld mit ihren sozialen Medien und sollten das eben auch in die Qualität dessen, was in den sozialen Medien dann verbreitet wird, investieren und sollten ihrer Verantwortung nachkommen, das auch vorher sorgfältig zu prüfen.
sollten dann damit nicht aber auch soziale Medien enger mit beispielsweise dem Staat zusammenarbeiten, um dann vielleicht ein staatliches Organ zu gründen, was dann eben auch noch dafür da ist, auf den sozialen Medien nach Falschmeldungen gezielt zu suchen und sie herauszufiltern? Also ich kenne kein Beispiel in der Geschichte und aktuell weltweit, wo es einer demokratischen, liberalen Kultur gut getan hat, wenn der Staat sich in die Medien einmischt. Deshalb würde ich staatliche Interventionen im Medienbereich immer sehr, sehr skeptisch sehen. Es gibt in Deutschland ja jetzt starke Debatten, was der Bundesnachrichtendienst an Aufklärung zu leisten hat, wo sich jetzt ausländische Medien sehr intensiv beschweren und auch zivilgesellschaftliche Gruppen. Und man darf nicht vergessen, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit sind in jeder demokratischen Gesellschaft ein sehr, sehr hohes Gut. Und der Staat muss sich sehr gut überlegen, an welchen Stellen er weil andere Schutzrechte vielleicht höher erachtet werden, hier möglicherweise eingreift. Also liegt es mehr an den sozialen Medien und an den Konzernen dahinter, das Ganze zu filtern? Und haben wir irgendeine Aussicht darauf, dass das Ganze irgendwann mal größer wird, dass sie mehr Arbeit dahinter stecken? Oder sagen die sozialen Medien eher, das ist nicht unser Problem, damit sollen sich die Leute selbst beschäftigen? Also bisher halten sich die sozialen Medien, Facebook und Co. etwas sehr daraus. Es hat allerdings auch, weil sie gedrängt werden durch zivilgesellschaftliche Akteure, aber auch durch Staaten, auch durch die EU, es zeigt sich, dass man sich ein wenig bewegt. Aus meiner Sicht könnte das noch viel schneller gehen, sollte diese Bewegung aber noch viel schneller werden. Was für Auswirkungen haben denn jetzt diese gezielten Falschmeldungen, die in die Medien gestreut werden, für Auswirkungen auf unsere Politik, auf die Demokratie beispielsweise? Die Auswirkungen sind nicht gering zu schätzen, weil wir in allen auch in allen Parteien und allen politischen, bei vielen politischen Verantwortungsträgern merkt man schon eine gewisse Unsicherheit, was jetzt so diese Digitalisierung und die Medien angeht. Also wir haben ja in einigen Wahlkämpfen in den vergangenen Jahren, weniger in Deutschland, aber in einigen anderen Ländern, sehr viele Social Bots gehabt, also automatisch generierte, sagen, Inhalte, die ein anderes Meinungsklima und andere Meinungen ins Spiel bringen, als in der Bevölkerung vielleicht vorherrschen oder vertreten sind. Und hier macht sich in der Politik, glaube ich, schon die Einsicht breit, dass man da in irgendeiner Weise aktiv werden muss. Sagen, der übliche Weg, die übliche Reaktion ist ja zunächst einmal, und das ist sicherlich auch sehr richtig, dass man die Medienkompetenz stärken muss, dass man also Menschen schon in ihren Sozialisationsprozessen, also in Schule und Hochschule, in anderen Bildungsinstitutionen, sicherlich auch im Elternhaus, dafür sensibilisieren muss, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden, zwischen einer vertrauenswürdigen und einer weniger vertrauenswürdigen Quelle zu unterscheiden. Dieses muss sicherlich weiter ausgebaut werden. Ob man mit rechtlichen Regelungen hier allein weiterkommt, wage ich sehr zu bezweifeln. Ja, ich habe aber beispielsweise schon mal von dem Fall gehört, dass es in Russland so ist, dass es wohl drei verschiedene Medienunternehmen gibt oder Presseagenturen, die im Auftrag des Staats handeln und pro-russische Nachrichten verbreiten, vor allem auch über Ukraine und sowas alles. Haben wir da hier in Deutschland auch sowas Ähnliches zu befürchten von Parteien, die in der Kontroverse stehen oder die einfach nur ihre Meinung durchsetzen wollen oder versuchen, möglichst viele Leute für den Wahlkampf dadurch zu gewinnen? Naja, wir haben natürlich immer schon gehabt, Versuche, die Medienberichterstattung zu beeinflussen. Nicht? Das geht, dann gibt ganz einfache Mittel. Man kann Pressekonferenzen machen, dann wird darüber berichtet, nicht? Und Parteien so etwas machen. Parteien und andere Akteure in der Politik, aber auch in der Wirtschaft, haben große Abteilungen für Öffentlichkeitsarbeit, für strategische Kommunikation, in denen es darum geht, Dinge auch mit einem gewissen Spin zu versehen, etwas positiv darzustellen, einige Themen vielleicht eher auszublenden. Also es gibt schon strategische Kommunikation. Das ist also nichts Neues. Ich glaube, in Deutschland halte ich es für unvorstellbar, dass das staatlich gelenkt und staatlich geleitet wird. Da sind andere Länder, glaube ich, sehr viel anfälliger. Aber die Politik tut sicherlich gut daran, die Digitalisierung ernster zu nehmen, auch die Folgen der Digitalisierung etwas stärker auch zu erforschen und die Effekte
auch zu beobachten, zum Beispiel indem man auch entsprechende Begleitforschung dazu macht. Sind diese ganzen Probleme mit den Falschmeldungen gezielten alles quasi eine Folge der Digitalisierung oder war das vorher auch schon so ein großes Thema, als noch analoge Medien wie Zeitungen der Platzhirsch waren? Also Falschmeldungen gab es immer und Versuche über Falschmeldungen auch Interessen zu vertreten, hat es auch schon vor der Digitalisierung gegeben. Aber mit der Digitalisierung haben sich die Dimensionen verändert. Die Dimensionen sind gewaltiger geworden. Die Leichtigkeit, mit der Informationen heute über weite Strecken in große Bevölkerungsgruppen transportiert werden kann, befördert es, dass man sich dieser Medien auch bedient und diese Medien auch für seine strategischen Zwecke, die digitalen Medien für diese seine strategischen Zwecke gezielt einsetzt. Deshalb kann man schon, glaube ich, sagen, dass die Effekte, die negativen Effekte, die damit verbunden sind, heute stärker sichtbar sind, als das in den Jahren vor der Digitalisierung der Fall war. Und jetzt nochmal abschließend, was können Sie sagen, ist die Art und Weise, wie wir die Medien beschaffen, falsch oder übers Internet? Kann man da irgendwie gezielt dafür sorgen, dass man nicht die ganze Zeit auf Fake News stößt und wirklich glaubwürdige, subjektive Presse hat? Ja, also ich denke mal, Fake News, wenn man das jetzt mal quantifizieren würde, ist ja ein im ganzen Nachrichtengeschäft ein verschwindend geringer Teil, nicht? Also man muss vielleicht auch mal ein bisschen gelassen bleiben da. Also die Debatte um Fake News und Lügenpresse hat natürlich eine sehr starke emotionale Komponente und vielleicht ist, sagen wir, dadurch das Problem etwas stärker in der öffentlichen Darstellung präsentiert, als es nun in der Realität so einzelner Personen ist. Ich denke, durch Aufklärung, auch durch eine darauf ausgerichtete Medienberichterstattung, dadurch, dass man das immer wieder thematisiert, kann man schon viel tun, um diesem, sagen wir mal, Gespenst der Fake News irgendwie, um das einzuhegen. Und so die jüngeren Daten etwa, die zu Vertrauen in Medien vorliegen, geben auch eher Anlass zu Optimismus denn zu Pessimismus. Also es ist nicht so, dass das Vertrauen jetzt rasant in den Keller geht und wir uns zu große Sorgen machen sollten. Man darf auch nicht vergessen, dass es Medien, ich rede jetzt von Nachrichtenmedien, von Massenmedien, die ja auch sich der sozialen Medien bedienen. Also die spielen ja ihre Inhalte auch über Facebook und andere soziale Kanäle aus, haben in unserer Gesellschaft ja auch die Aufgabe, misstrauisch zu sein. Sie haben die Aufgabe, Kritik zu üben an den Mächtigen in Wirtschaft und Politik. Sie haben die Aufgabe, dem Establishment auch gewisserweise auf die Finger zu schauen. Sie haben die Aufgabe, gegen moralische und Normverletzungen, gegen Moralverletzungen, Normverletzungen anzugehen und das anzuprangern. Und damit säen sie in gewisser Weise natürlich auch Misstrauen, nicht? Und diese Funktion der Medien, dass sie nämlich sagen, auf der einen Seite in der Gesellschaft dafür vorgesehen sind, dass sie auch misstrauisch sind, die darf man auf keinen Fall in irgendeiner Weise angreifen, weil das eine der zentralen gesellschaftlichen Grundlagen gefährden würde. Ja, dann bedanke ich mich für das tolle Gespräch. Ich hoffe, wir haben auf jeden Fall was gelernt. Ja, ich bedanke mich auch für Ihr Interesse an unserem Feld. Wir bearbeiten ja das Thema Vertrauen, Digitalisierung hier in einem Graduiertenkolleg, einer Doktorandenausbildung und sind seit 2012 sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Wir machen da sehr viel Grundlagenforschung und haben auch eine ganze Reihe von Projekten zu diesem Thema schon realisiert und freuen uns natürlich sehr über das Interesse auch an diesem wichtigen Thema. Also auch, ich bedanke mich auch nochmal sehr für dieses Gespräch. Herzlichen Dank.